kann es gar nicht fassen. Ich freue mich so, so sehr. Endlich ist es soweit. Das Warten hat ein Ende. Ab heute könnt ihr meinen wunderschönen Soul Planner kaufen. Ihr findet ihn. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zum Link in meinem Shop confitly.com. Und die allerwichtigste Info, alle, die in den ersten 48 Stunden bestellen, also so meine richtig treuen Supporter, bekommen kostenlosen Versand. Entweder macht es euch jetzt selbst eine Freude oder vielleicht jemand anderen, vielleicht auch schon als Weihnachtsgeschenk. Ich kann euch nur versprechen, er wird euch jetzt das ganze Jahr über begleiten, motivieren, inspirieren, organisieren. Der Planer ist ein absolutes Herzensprojekt mal wieder mal und vor allem diesmal nicht nur so mein Projekt, sondern unser gemeinsames Projekt. Alle, die mir auf Instagram folgen, konnten nämlich bei dem Projekt Planer ganz fleißig mit abstimmen, die Meinung dazu geben, Ideen geben, also einfach ganz viele Entscheidungen mitbestimmen und so viele eurer Wünsche wurden natürlich erhört und befinden sich jetzt hier drinnen für den perfekten Planer für uns alle gemeinsam. Und ich finde, das ist sowas Besonderes. Ich habe sonst immer so meine Projekte so ganz still und heimlich im Hintergrund gemacht und diesmal mit euch gemeinsam das Projekt zu kreieren, war so schön. Ich hoffe, das hat euch auch so Spaß gemacht und ich hoffe, dass jetzt dadurch natürlich auch der Planer genau so geworden ist, wie ihr ihn euch gewünscht habt. Also an dieser Stelle ein riesengroßes Danke auch für eure Unterstützung. Aber jetzt schauen wir mal rein in den Soul Planner. Übrigens, Soul Planner, wie kam ich zu dem Namen? War übrigens die Idee von meiner Schwester. Passt einfach perfekt zu meiner Kochbuchserie. Heißt ja Soul Food und Superfood. Dann habe ich ja auch schon so einen Menüplaner, der heißt ja auch Soul Food Planner. Und jetzt der Soul Planner. Ich finde, das ist so passend für so ein Journal und für so einen Planer, wo man sich ja alles so von der Seele auch schreiben soll. Zeige ich dann alles im Detail, aber jetzt fangen wir vielleicht mal so mit dem Cover an. Und zwar ist der aus einem Hardcover und aus einem wunderschönen Leinenbezug. Da habe ich euch übrigens auch abstimmen lassen. Die Farbe ist, wie beschreibe ich die? Es ist ein hellgrau-grün-blau. So will ich es beschreiben. Super. Also so ein richtig schöner, cleaner, minimalistischer Look, das haben sich nämlich super viele von euch gewünscht. Hier am Buchrücken steht dann nur Journal und Planner. Hinten ist alles ganz clean und schlicht. Also es steht auch nirgends so mein Name oder so drauf, weil ich denke mal, hallo, den will man ja irgendwie so als den eigenen Planer nutzen. Dann steht da Paulina Wallner drauf. Ist irgendwie auch komisch. Und was auch noch direkt zu sehen ist, zwei wunderschöne Lesebändchen. War auch ein Wunsch von euch, dass es nicht nur eins ist, sondern zwei. Und ich finde das selbst auch so praktisch. So hat man einfach nochmal mehr Übersicht. Man kann zum Beispiel ein Bändchen vorne so bei der Monats- oder Jahresübersicht lassen und eins dann immer bei der Wochenübersicht. Finde ich einfach mega praktisch. Und die beiden sind auch von der Farbe so schön. Die greifen nur mal ein bisschen so das Cover, die Coverfarbe auf, nur halt ein bisschen intensiver. So, und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Beziehungsweise vielleicht jetzt die Frage, ist es jetzt ein zeitloser Planer geworden oder ein datierter? Das war nur so eine ganz wichtige Frage, die auch super knapp bei euch war, wo ich dann irgendwie im Prinzip entscheiden musste. Und ich habe mir jetzt letztendlich bis für so eine Mischung eigentlich entschieden. Es ist ein zeitloser, aber super flexibler Planer. Also so das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen. Was heißt das jetzt? Also ihr habt in dem Planer eine Jahresübersicht und eine Monatsübersicht. Die Jahresübersicht ist einfach perfekt für die Feiertage, für die Geburtstage, für irgendwie so Jubiläumstage, einfach für so jährliche, besondere Anlässe. Und die Monatsübersicht ist dann halt perfekt, wenn man so diesen Monat nur mal im Detail mal so als Übersicht sehen möchte, da vielleicht ein paar so Termine eintragen möchte, wie einen Arzttermin, einen Friseurtermin, wo man einfach so voraus auch ein bisschen planen möchte. Weil das war mir schon auch wichtig, weil das geht mir oft ein bisschen bei so zeitlose Planer ab, dass man dann nicht so im Vorhinein planen kann. Wenn jetzt irgendwer sagt, ey, im Februar habe ich den und den Termin, dann kann ich den dann wirklich eintragen. Das kann man dann bei der Monatsübersicht machen. Und dann gibt es die Wochenübersicht und die ist dann ohne Datum. Die kann man aber, wenn man das gern möchte, wenn man sagt, ey, mir ist es aber so wichtig, dass ich einen datierten Kalender habe, dann kann man sie einfach mal eine Viertel bis halbe Stunde hinsetzen, viel länger wird das nicht dauern, und einfach die ganzen Wochen durchplanen. Ich habe extra nämlich oben so einen Platz gelassen, wo man sich das Datum eintragen kann. Vor allem startet dieses Jahr 2024 der 1.1. genau mit einem Montag. Das heißt, es geht super easy, einfach da schnell alles durchnummerieren, dann hat man auch einen datierten Kalender, wenn einem das wichtig ist. Ich finde es aber mega cool, wenn man
immer an Zeitlosen hat, weil wenn man beispielsweise als Schülerin, als Studierende Ferien hat und vielleicht den Plan dann nicht so nutzt, dann gehen halt keine wertvollen Seiten so verloren, sondern kann man einfach dann wieder fortsetzen, wenn man ihn halt wieder braucht. So, das finde ich halt super schön, so der Gedanke. Beziehungsweise, wenn man vielleicht mal auf Urlaub ist, dann plant man ja vielleicht auch nichts, gerade eben mit den ganzen Features, die ja im Planer enthalten sind, wäre das irgendwie super schade, wenn man die dann irgendwie so einfach, ja, nicht mehr nutzen kann. Und vor allem, was ein nächster Vorteil ist, man kann ihn im Prinzip jetzt schon benutzen. Also ihr könnt es im Prinzip, wenn ihr sagt, nö, ich möchte gar nicht auf das neue Jahr warten, ich möchte jetzt schon starten, könnt ihr jederzeit mit dem Planer beginnen. Das ist halt auch mega cool. Er hat also 53 Wochen, sprich man kommt mindestens ein Jahr, ein ganzes Jahr damit aus. Und wenn man mal ein bisschen Pause hat, halt sogar noch länger. Finde ich halt auch ein super nachhaltiger Gedanke so. Ja, und dann kommen wir jetzt aber mal so zu den besonderen Features. Weil mir war es einfach wichtig, dass ich mit dem Planer einen richtigen Mehrwert schaffe. Ihr wollt einfach was ganz Besonderes mal wieder kreieren, mit der Hilfe von euch. Da war eine geniale Idee dabei, die noch nie in einem Planer gesehen habe. Aber jetzt mal von vorne. Starten wir mal mit dem ersten Feature. To-Do-Liste. Wir alle lieben sie, wir alle kennen sie, wir alle brauchen sie. Und das geht man nämlich oftmals in so Planer ab, da muss ich wieder separat auf Post-it zu meinen To-Do-Listen schreiben. Deshalb habe ich bei jeder Wochenplanung eine To-Do-Liste eingefügt. Sprich, da kann man wirklich so die wöchentlichen To-Dos sie aufschreiben, vergisst nichts. Denn ich finde, es gibt ja immer so To-Dos, die man einfach so im Laufe der Woche mal erledigen möchte, erledigen muss. Und dann hat man die halt immer so auf einen Blick. Klar, man kann eben sie immer bei einem bestimmten Tag sie die To-Dos auch nochmal hinschreiben oder was halt so ansteht. Aber alles, was halt so die Woche erledigt werden soll, was vielleicht an einem bestimmten Tag erledigt sein muss, kann man sie dann hier notieren. Finde ich so praktisch, war auch von euch ein großer Wunsch und den bin ich nachgegangen. Achso, und was ich jetzt noch gar nicht so erwähnt habe, bei der Wochenplanungsseite, nennen sie jetzt einfach mal, war es mir zum Beispiel auch sehr wichtig, dass alle Wochentage auf einer Seite sind und dass aber trotzdem alle Tage genügend Platz haben, auch das Wochenende, weil das ist zum Beispiel auch bei vielen Planern, dass dann Samstag und Sonntag so mini ist, obwohl man da vielleicht auch richtig viel vorhat, dann blättern wir mal eine Seite vor, denn vor jeder Wochenplanung findet ihr eine Wochenübersichtsseite und die enthält super viele geniale Features. Starten wir vielleicht mal auf der linken Seite. Ihr bekommt jede Woche, also vor jeder neuen Wochenplanung, eine neue Wochenchallenge, die Weekly Challenge. Und auf das freue ich mich so sehr. Ich habe mir 53 Challenges für euch überlegt, auch wieder mit eurer Hilfe. Da habe ich euch mal ein bisschen nach Ideen gefragt. Und der Sinn dahinter ist, dass man dadurch einfach das ganze Jahr über motiviert ist, inspiriert ist, einen Einblick in so gesunde Routinen erhält und diese dann vielleicht auch weiterführt. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Ihr werdet auf jeden Fall 53 Wochen-Challenges finden. Und wenn euch dann eine Challenge zum Beispiel mega gut gefällt, dann ist natürlich der Hintergedanke, dass man die dann weiterführt. Also klar wird man den nach einer Woche schon eine Routine entwickeln, es dauert ein bisschen länger, aber wenn man merkt, boah, die Challenge, die hat mir so gut getan. Es ist nämlich auch dann immer die Frage, wie habe ich die Challenge gemeistert, damit man das nochmal ein bisschen reflektieren kann. Dann kann man das natürlich fortsetzen, weil man merkt, ey, das war so gut, ich habe echt mal die ganze Woche drauf geschaut, dass ich genügend Wasser trinke. Das führt es einfach fort. Ich fülle mir jetzt jeden Tag einfach eine große Flasche. Also da ist wirklich immer auch ganz viel Wissen nur drin zu der Challenge, ganz viel Input, wie man das dann auch erreichen kann. Und ich freue mich so sehr, wenn wir dann alle gemeinsam jede Woche eine kleine Challenge einfach haben, der wir uns stellen können. Und das ist so aus unserer Komfortzone rausgehen können, weil das tut uns gut, so wachsen wir, so bleiben wir gesund und das ist auch Special Feature, finde ich. Aber das war noch nicht alles. Auf dieser Wochenüberblickseite ist dann auf der rechten Seite noch einiges zu finden. Und zwar findet ihr jede Woche eine Weekly Question. Und da findet ihr dann immer nur genügend Platz mit freien Zeilen, dass ihr da so richtig persönlich und ehrlich einfach antworten könnt. Also jede Woche so eine kleine Reflexionsfrage. Das wollt ihr auch unbedingt mit einbauen, weil ich es so wichtig finde, dass man sich, sein Verhalten, sein Leben einfach immer wieder reflektiert. So bleibt man nicht stehen, so kann man wachsen, so kann man Neues lernen, so kann man sich verbessern. Und deshalb gibt es jede Woche eine
kleine Reflexionsfrage, die man natürlich ausfüllen kann, wenn man möchte. Ist natürlich alles auf freiwilliger Basis, ganz klar. Man kann den Planer einfach nur als Planer benutzen. Logisch. Ja, darunter habt ihr dann den Habit Tracker. Das war auch ein Wunsch von euch, wo man einfach so persönliche Gewohnheiten, sei es Laune, Sport, Ernährung und dann ist auch noch Platz für 3 persönliche Gewohnheiten, die man sich selbst stellen kann, wie genügend Wasser trinken, genügend Schritte gesammelt, an der frischen Luft gewesen, wie auch immer, ein bisschen beobachten und tracken kann. Denn oftmals, das kennt ihr sicher, täuscht ein bisschen so die Wahrnehmung und so kann man das einfach alles ein bisschen beobachten, ein bisschen festhalten auch, so kann man dann mal wieder ein bisschen zurückblättern, schauen, ey, wie ist mir denn die letzten Wochen so gegangen? Du kannst beispielsweise so als Ampelsystem anmalen mit Rot, Orange, Grün oder mit Smileys, die man in die Kreise reinzeichnen kann. So, und darunter ist dann noch ganz viel Platz für Notizen und Gedanken. Schreibt dir alles von der Seele. Also da kannst du auch alles reinschreiben, hinschreiben, was euch gerade so einfällt, was euch beschäftigt. Ganz egal was, da gibt es auch wieder kein richtig oder falsch. Und apropos Schreiben, das Papier ist super dick und hochwertig. Das wollte nämlich auch, ich mag das gar nicht, wenn man auf ein Papier schreibt und das drückt es dann auf die Rückseite so durch. Geht gar nicht, finde ich. Und jetzt kommt das Feature, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass es eine Idee einer Zuschauerin war. Das habe ich noch nirgendwo in einem Planer gesehen und ich fand die Idee, sie hat mir das einfach per Nachricht geschrieben, so genial und haben mir gedacht, oh mein Gott, ja, das muss ich für euch machen. Und zwar findet ihr in diesem Planer 12 QR-Codes versteckt. Ungefähr so jedes Monat kommt mal wieder ein QR-Code, den ihr scannen könnt. Einfach Handykamera anmachen, scannen, draufdrucken und dann gelangt ihr zu einem persönlichen, exklusiven Motivationsvideo von mir, das es sonst nirgendwo gibt. Also das ist wirklich nur exklusiv für alle, die den Planer haben. Ja, und in dem motiviere ich euch. Es geht immer um ein anderes Thema. Seid einfach gespannt. Lasst euch da einfach das ganze Jahr über von mir persönlich motivieren, inspirieren. Vielleicht immer mal wieder ein bisschen aufraffen und einen Gedankenstoß, Gedankenanstoß, Gedankenstoß geben. Und jetzt habe ich noch eine coole Sache, was mir auch wichtig war. Ganz hinten im Planer findet ihr eine Froschtasche. Die ist einfach perfekt für all eure herumfliegenden Zettel, Post-its, Blätter, die man einfach mal irgendwie so schnell bekommt und nicht weiß, wo soll man sie hinmachen. In die Froschtasche. Das ist auch ein richtig cooles zusätzliches Feature, was ich liebe, wenn das ein Notizbuch, wenn das ein Planer hat. Also Froschtasche ist in jedem Planer handgemacht reingeklebt worden. Und ich glaube, ihr merkt es jetzt schon, ich habe wirklich auf so viele Details geachtet. Also ich hoffe sehr, dass euch der Planer gefällt. Ich hoffe sehr, dass genügend Planer da sind. Es ist natürlich immer super schwer einzuschätzen, wie viel man produzieren lassen soll. Also ich hoffe, jeder, der einen möchte, bekommt auch einen. Es ist, wie gesagt, auch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also sei es Altersklasse, sei es Geschlecht. Ich glaube, da freut sich wirklich jeder drüber. Das war mir auch sehr, sehr wichtig. Übrigens, genau, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, Preis. Der Planer kostet 29,95 €. Ihr wollt unbedingt nicht über 30 Euro sein. Er hat so viele hochwertige Features wie die Froschtasche, die 2 Lesebändchen, Hardcover, Leinenbezug, dickes Papier und natürlich auch extrem viel Zeit, die da drinnen steckt. Und er ist auch made in Germany, also ist wirklich ein super hochwertiger, qualitativer Planer. Ja, ich freue mich jetzt so über euer Feedback. Ich bin jetzt so gespannt. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare, wie so der erste Eindruck ist und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Shoppen. Die Planer gehen dann direkt kommende Woche an euch raus. Bitte nehmt es uns nicht übel. Das Lager ist zwar immer super schnell, aber gerade wenn viele Bestellungen auf einmal reinkommen, braucht man ein bisschen Zeit einfach. Aber ich bin mir sicher, dass dann schon kommende Woche, Ende der Woche, die ersten den Planer erhalten werden. Wenn ihr dann mega motiviert seid, wenn es so in Richtung Sport und gesunde Ernährung geht, dann schaut unbedingt auch da mal bei Prozis vorbei. Also wer zum Beispiel neue Sportkleidung braucht, schaut so gerne mal vorbei. Paulina10, mein Rabattcode, 10% Gratisgeschenke. Und jetzt im November, Black Week mit B, November spart es nochmal extra. Dann könnt ihr auch die neue Motivation so richtig ausleben. Lasst mal Daumen nach oben da, lasst mal Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ups.